ich finde, das ist eine tolle PE, die klasse klingt und die Spaß macht. Und deswegen haben wir das dabei. Schlecht finde ich jetzt nicht, dass die klingt, also grundsätzlich, weil das ist relativ weit, also sie ist relativ lang und was in der Arena in Leipzig immer irgendwie ein bisschen blöde ist, ist da diese Rückwand, wenn man das PE da zu hoch trimmt oder in den oberen Boxen zu weit nach oben kommt, hat man halt relativ unangenehme Reflexionen von den Holzwänden da hinten, obwohl da jetzt schon ganz viel Vorhang hängt, das war früher auch nicht so, das ist alles schon ein bisschen besser geworden. Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein Kompromiss, weil hier gibt es Seitenränge, die dann relativ hoch sind. Und es ist dann immer so ein bisschen ein Kompromiss, in nicht zu hoch zu gehen, aber auch nicht zu viel von den Seitenrängen da hinten abzuschneiden, dass da auch noch ein bisschen was ankommt. Die Box, die da oben jetzt hängt, die heißt VTX V25 Römisch 2 CS. Das ist sozusagen jetzt, glaube ich, die dritte Ausbaustufe von der Box. Das Römisch 2 steht für das Horn, was man da oben sieht. Das ist ein neues Horn, was mit einer neuen Software neu berechnet wurde und dadurch eine leicht andere, veränderte Architektur hat und nur aufgrund dieser Architektur 10 dB lauter ist. Also es ist einfach nur eine mechanische Veränderung, die einfach wesentlich mehr Output macht. Das ist das eine, das ist CS, das steht für Compression Suspension, das ist sozusagen das neue Rigging-System. Das können wir uns hier hinten im Detail ganz kurz angucken. Unser Frontfill fährt auch sozusagen auf den Bässen mit. Grundsätzlich bei allen vorherigen Boxen hatte man Rollbretter für jede einzelne Box. Man hat jede einzelne Box absetzen müssen und hat alle Pins immer öffnen müssen und hatte für jede Box ein Cover. Das hier fährt jetzt auf einem Dolly, wie es mittlerweile fast alle Hersteller anbieten und das macht das Ganze natürlich einfach wahnsinnig schnell zum Aufbauen, wahnsinnig schnell zum Abbauen. Im Unterschied zu dem alten Rigging ist dann hier auch die Unterteilung der Winkel noch sehr viel feiner geworden. Das geht jetzt von 0 über 0,5, 0,751 bis hoch zu 10 Grad, aber diese ganzen kleinen Winkel, die gab es vorher alle nicht. Und hier oben wäre sozusagen die nächste Box und die nächste Box würde hier eingehängt sein. Wenn man das ganze System aufbaut, dann steht das auf einem Dolly und dann ist hier alles auf 0 Grad eingestellt. Und in dem Moment, wo man das anhebt, entlastet sich hier hinten dieses Hinge-Bar und dann kann man den Pin rausziehen und kann hier dieses Hinge-Bar auf die gewünschte Winkeleinstellung bringen, steckt den Pin beispielsweise jetzt hier bei 2 Grad, hier 2 und dann gibt es hier das korrespondierende Loch 2. So, und das war's. So hebt man das ganze PE an. In dem Moment ist es dann alles auf 0 Grad, hängt gerade und dann macht man so ein Bar in die unterste Box rein und hängt einen Ratschzug ein und dann wird das einfach zusammengeratscht, so lange bis es nicht mehr geht und dann hat man seine entsprechenden Winkel. Und wie gesagt, das geht rasend schnell. Also unsere schnellste Abbauzeit auf dieser Tour war mit dem kompletten PE, Mainzeit, alles was du hier siehst, 40 Minuten inklusive Laden. Und es ist ganz ordentlich. Wobei, es geht ja nicht immer um die Zeit, aber in dem Fall war es einfach so, dass wir mit den LKWs in der Halle waren und dann ging das halt einfach rasend schnell.
der Bass, der hier steht, ist eigentlich auch der Flugbass. Der hat das gleiche Rigging wie die Topteile. Deswegen kommt der auch so auf diesen großen Dollys. Früher haben wir die Bässe, wenn wir die gesteckt haben, haben wir die eigentlich hochkant hingestellt und haben uns sozusagen einen mechanischen Arc gebaut. Haben dann 8 Bässe nebeneinander auf 10 Grad gestellt. Das ist auch eigentlich die akkuratere Version als die hier. Aber hier steht es auf Rollen und ist nachher auf Rollen abgekabelt, ganz schnell im LKW. So ein bisschen faul wird man auch, wenn man älter wird. Ein Arc ist ja einfach nur ein Bogen. Und warum macht man das? Um den Bass ein bisschen zu steeren, in Richtung zu geben. Und letztendlich, das kennt man ja vielleicht aus den diversen Kalkulationsprogrammen, die es da so gibt. Wenn man Bässe nebeneinander stellt und denen dann ein Delay gibt, obwohl sie gerade stehen, dann baut man auch so einen Arc. Und hier passiert nichts anderes, nur dass man das halt mechanisch macht. Ja, in dem Moment, wo man die Bässe auf 10 Grad stellt, geht der äußere Bass weiter hinten. Das heißt, der Lautsprecher, der ist dann einfach ein bisschen weiter hinten. Es ist so, als würde ich dem ein kleines Delay geben. An der Seite hängt V20. Das ist sozusagen die mittlere Box von dem VTX und meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen, also die klingt einfach extrem schön. Das ist so wie so eine Hi-Fi-Box. Das hier oben mit dem 15er drin, das ist halt so eine richtige, das ist so eine richtige, ein richtiges Kraftpaket, das ist so eine richtige Männerbox. Wenn der 15er nach unten offen ist, dann kommt da oben so wahnsinnig viel Bass raus, dass man auf die Subwoofer auch verzichten kann. Also da kannst du wirklich, das ist eine Full-Range-Box, damit kannst du einfach komplett alles machen. Ja, da haben wir hier vorne ein bisschen Frontfilz stehen. Das ist so eine sogenannte VTX F15 und das ist die F18. Das ist ein 15er. Mit einem D2-Treiber, das ist der gleiche Treiber, der auch oben in den VTXen drin ist. Und hier ist ein 18er drin, der gleiche 18er, der auch hier in den S28 ist. Das sind alles die gleichen Lautsprecher. Die Teile stehen aber eigentlich hier nur, die sind nicht wirklich irgendwie dafür da, richtig viel Bass nach vorne weg zu machen, sondern die sind nur deshalb da, weil hier ein Frontfill steht. Und wo ein Frontfill steht, da soll auch ein bisschen Bass mit dabei sein. Das heißt, die sind nicht sehr laut, aber hier soll einfach ein komplettes Signal rauskommen, damit die 10 Leute, die hier vorm Gitter stehen, auch alles haben. Und ansonsten haben die 2 Bässe mit dem kleinen Rollbrett unten drunter einfach die perfekte Höhe für so ein Frontfill. Also das Auge hört mit. Das ist hier eine Seite Amping. Und zwar haben wir hier außen 2 sogenannte, wie heißen sie? V-Rex, V-Rex heißt sie, V-Rex mit HD12000. Die HD12000 treiben die Bässe an. Das sind 2 Kanalendstufen mit 2x6000 Watt. Und das ist auch der richtige Verstärker für den großen Bass mit den 18ern. Hier neben haben wir das, wie heißt das? Das ist, glaube ich, das V-Rec 2. Und hier sind die iTech 4x3500 HD drin. Eine Endstufe treibt immer 2 von den V25. Und hier neben haben wir dann nochmal 2 kleine Racks mit 3500, die 4 Endstufen.
sind für den Sidehang. Und dann haben wir hier nochmal so ein Rack mit drei von den Endstufen. Das ist für die Frontfills. Und für was noch? Ah ja, genau, Frontfills, und zwar die F15 und die V25, die da unten mit auf den Bässen draufstehen. Das Ganze wird digital angefahren, also über ein Rocknet. Das benutzen wir immer noch. Also wir haben uns für noch kein anderes Distributionssystem entschieden. Also das funktioniert nach wie vor so gut, dass ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, was ich da eingestellt habe. Also weil das schaltet man einfach, da setzt man sich im Lager einmal hin und macht sein Preset. Und ja, dann vergisst man es einfach. Also dann muss da einfach nie wieder dran. Also ich denke schon gar nicht mehr dran, nachzugucken, ob überhaupt alles da ist. Es spielt einfach. Ja. Da ist jetzt, mittlerweile sind da jetzt eigentlich nur noch DOs, sogenannte Digital Outs dran. Das Ganze funktioniert komplett digital. Also wir haben überhaupt keine Wandlung mehr. Naja, im Verstärker logischerweise und am Mikrofon, aber ansonsten ist das eine komplett digitale Kette. Da kommen wir zum Performance Manager. Der Performance Manager ist sozusagen die Software-Oberfläche, mit der man das ganze System bedienen kann. Und das ist eigentlich eine ganz clevere Software, eine ganz clevere Bediensoftware. Die hat Stärken und die hat auch Schwächen. Also ich bin gerade dabei, mich sozusagen daran zu gewöhnen, das alles nur noch im Performance Manager zu machen, und kann aber noch nicht auf meinen Dolby Lake, den ich seit Jahren benutze, kann ich noch nicht so ganz verzichten. Aber ich übe das gerade. Hier sehen wir sozusagen das System, wie es da vorne hängt. Das kann man sich anordnen, diese ganzen Symbole kann man sich anordnen, wie man sie sich anordnen möchte, wie man das als übersichtlich empfindet oder auch nicht. Und ich gehe mal aus dem Show-Mode raus. Also ein Knackpunkt bei dem System, sage ich jetzt ganz offen, ist, und umso größer das System wird, das Ganze läuft über Ethernet. Du kannst dir hier ganz ähnlich wie in so einem Dolby Lake Prozessor Usergruppen anlegen und kannst dann kann ich mal kurz zeigen. Ich gehe mal hier auf die Main PE und hier auf den Group EQ. Da ist jetzt nichts gemacht. So, was jetzt hier passiert, wenn ich hier einen Filter anwähle, dann wird der, dann wird der in allen einzelnen Prozessoren, und die Prozessoren sitzen in den Endstufen, wird dieser Filter in all diesen Prozessoren verändert. Und das funktioniert auf der Audioseite auch so, wie es funktionieren soll. Also sprich, du greifst einen Filter an, bewegst den, und du hörst es dann auch, dass sich da was verändert. Das ist alles richtig, so soll das sein. Es gibt aber so ein paar Funktionen, insbesondere in der Anzeige oder einfach grundsätzlich in der Response, wenn du hier auf einen Knopf drückst, dann dauert das einen Moment, bis die Seite sich umgeschaltet hat. Das ist mir auch klar, warum das so ist, weil gerade bei großen Systemen, wenn viele Verstärker da dranhängen, dann dauert es eben einen Moment, bis alle Prozessoren geantwortet haben und umgeschaltet haben und da miteinander kommuniziert wurde. Und dann gibt es da manchmal Verzögerungen, sozusagen, wenn du, keine Ahnung, eine Ansicht von Input auf Output, bis sich das aufgebaut hat. Und das fühlt sich manchmal einfach noch ein bisschen nicht nach Jahr 2016 an. Oder, also... Vielleicht mache ich auch was Grundlegendes falsch, das kann auch sein. Aber das sind so noch ein bisschen meine Schwierigkeiten. Wenn ich hier auf meinen Lake drauf drücke, indem ich mir meine Gruppen baue,
dann ist das halt, dann geht hier mehr in Rear, dann geht das auf, zack, dann drücke ich hier auf EQ, dann ist der EQ auf, dann nehme ich mir hier einen Filter, zack, dann mache ich da zack, zack und mache den wieder raus und dann gehe ich zurück und dann gehe ich auf die nächste Gruppe. Das geht alles sozusagen viel flüssiger von der Hand. Ist natürlich aber auch jetzt ein gemeiner Vergleich, weil das ist ein Tablet und da gibt es jetzt hier einen Prozessor, der sozusagen einfach nur gesteuert werden muss. Und hier sind es eben 28 Prozessoren oder 28 mal sowas wie ein Lake, nur in einem M verbaut. Ja, da gibt es vielleicht bei anderen Herstellern andere Lösungen, die anders aussehen. Hier ist natürlich unglaublich viel Optik auch mit drin. Ja, was besser ist oder was schlechter ist, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Was aber sehr schön ist, ist, wenn man sich hier oben diese Leiste anguckt, das ist sozusagen der tägliche Arbeitsablauf. Also entweder öffnet man ein File, was man am Tag vorher hatte, so mache ich das in der Regel, also ist mein Weg, oder du sagst, du fängst immer von Null an und sagst dann hier Add Array Template ganz am Anfang. Und da kommt dann, was weiß ich, eine Links-Rechts-PE. Und dann, das können wir alles mal durchmachen. Dann geht man hier über Add Speakers. Sagt man, man möchte so und so viel von diesen Boxen auswählen und zieht die dann in das Template. Und dann hat man die hier in diesem Template. So, und dann ist man an dem Punkt, wo man den Line-Array-Kalkulator öffnet. Und hier macht man die Eingaben jetzt aus der Halle und macht bereits die ersten Einstellungen, sowas wie Gain Shading, das sieht man hier, also die unteren Lautsprecher, die ganz dicht am Publikum sind, die macht man einfach leiser. Und hier sieht man dann in der Ansicht, was da passiert, wenn man das laut oder leise macht. Und wir haben hier bereits auch Zugriff auf den EQ, der später in diesem Circuit sein wird, beziehungsweise der Verstärker, der diesen Circuit antreibt, der hat so einen EQ. Und hier kann ich so Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel das Coupling, den Coupling-Filter verändern oder Throw Distance Compensation. All diese Parameter kann ich hier schon einstellen und sehe in dem Kalkulationsprogramm, was dann da passiert. Und all die Parameter, die ich hier eingestellt habe, ich drücke jetzt hier mal auf Cancel, die werden später, wenn ich auf Go Online drücke, in die Prozessoren gedumpt. Das heißt, hier auf dem Computer sind sämtliche Presets, die existieren, die ich auswähle. Und ich sage dann einfach, wenn ich fertig bin, jetzt schicke ich all meine Daten in die Verstärker. Und damit ist das System sozusagen eingestellt. Das muss man natürlich dann noch überprüfen, ob es auch stimmt. Genau, Go Online müssen wir jetzt wieder machen. Leave Unchained. In dem Fall sage ich jetzt nicht Auto Send, weil ich weiß nicht, ob ich was verändert. Ich habe nichts verändert, aber es könnte ja sein, dass ich was verändert habe, dann würde ich das jetzt dahin schicken. Sondern ich sage jetzt einfach Auto Match and Receive. So, und jetzt sind wir wieder online, jetzt sind hier die ganzen Symbole nicht mehr ausgegraut. Jetzt gehe ich hier wieder auf Run Show. Und da sieht man jetzt einfach, ich habe da drauf gedrückt und die Respond-Time oder wie heißt das, die Reaktionszeit, die ist halt nicht ganz so schnell wie bei dem Ding hier. Deswegen kann ich mich davon noch nicht trennen. Und ich habe eine Situation, da geht der Hartmut in den Graben runter und da muss ich einfach die Frontfills 6 dB leiser machen, weil sonst wird es da die ganze Zeit pfeifen. Und es geht halt hier, habe ich
Frontfill in, 6 dB runter und fertig. Ja? Also. Und dann mache ich es wieder zurück. Das ist so einfach. Hier habe ich eine Gruppe, die heißt. Wer ist denn Frontfill? Genau. 25. So, wenn ich hier auf dB-Level gehe, dann sieht man auch hier erstmal wieder, das dauert einen Moment, bis das sich alles einstellt. So, und dann ist es da. Je nachdem, was für ein Template ich ausgewählt habe, ist es jetzt so, dass wenn ich hier den Master bediene für die Lautstärke, die beiden äußeren leiser werden. Also ich hätte hier eigentlich ein anderes Template wählen müssen, dass ich mit einem Regler alle vier Boxen gleichzeitig lauter oder leiser machen kann. Naja. Ach. Aber hier ist es so einfach. Hier drücke ich einfach drauf und ziehe den Fader runter. So. Also deswegen kann ich noch nicht ganz drauf verzichten. Aber ich meine, das ist schon ein ganz starkes Tool hier, das Programm. Das ist schon ganz gut. Also ich meine, das gibt mir ganz viele Informationen über den Zustand von dem System und das auch ständig online und so weiter und so weiter. Also ich finde es schon gut gemacht. Kann man sich auch bei JBL kostenlos runterladen. Da muss man nur mal eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Die wollen wissen, wer das bekommt, aber es kostet nichts. Das ist auch noch nicht so lange so, aber Performance Manager.